Märchen können ja ganz schön gruselig sein. Und wenn ein Film sich eines Märchenthemas annimmt, dann kann er mit seinen Bildern diesen Schauderfaktor noch mal erhöhen. Das ist der DEFA-Produktion Das kalte Herz damals gelungen mit Erwin Geschonek in der Paraderolle. Und jetzt, fast 70 Jahre später, gibt es erneut einen Kinofilm zu der Geschichte um den Holländer Michel. Und der Film ist trotz der schönen Bilder aus dem Elbsandsteingebirge nichts für kleine Kinder, finden wir. Der Kohlenmunk und die schöne Lisbeth. Was für eine herzzerreißende Geschichte von Arm und Reich, Gut und Böse. Von Verzweiflung und von Gier. Hier im Felsenlabyrinth bei Langenhennersdorf bietet sich für das Haufsche Schwarzwaldmärchen die perfekte Kulisse. Eine entscheidende Sache war, dass in dem Märchen eben Schluchten und Felsen eine große Rolle spielen. Und das geologisch im Schwarzwald einfach nicht zu finden ist. Bis auf ein paar wenige nicht so tolle Stellen. Und wo man das in Deutschland aber natürlich par excellence findet, ist im Elbsandsteingebirge. Wer sich als Filmemacher an Das kalte Herz herantraut, darf sich von Vorbildern nicht verunsichern lassen. Die Geschichte vom armen Köhler Peter Munk und seinem Pack mit dem Holländer Michel hat Regisseur Johannes Naber seit Schultagen fasziniert. Er selbst kommt aus dem Schwarzwald, wo das Märchen spielt. Was jenseits der Gierkritik, die in der Geschichte drinsteckt, ist, dass Anfang des 20. Jahrhunderts der Schwarzwald wirklich abgeholzt war. Die Natur war weg. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der in dem Märchen nicht so beleuchtet wird, der mir aber zum Beispiel sehr wichtig war. Dass die Gier, die Herzlosigkeit, das Streben nach Geld und Macht eben nicht nur den Menschen was Schlechtes zutut, sondern eben auch unserer Umwelt. Die neue Adaption des Märchens von Wilhelm Hauff hat mit dem berühmten DEFA-Klassiker nicht mehr viel gemein. Gleichwohl kannten die Filmemacher und Schauspieler natürlich die Szenen mit Erwin Geschonek als Holländer Michel. Sie selber setzen auf aktuelle Fantasy-Trends. Es musste überall Nebel sein. Um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, dass das hier kein shiny Ritter auf weißem Ross mit glänzender Rüstung Märchen wird, sondern eher düster, nebelig, verschwommen, verworren, so ein bisschen, ja, mehr der Grusel. Dieses kalte Herz punktet mit einer Mischung aus beeindruckender Kulisse und Spezialeffekten. Wir sind stolz, dass ein Teil des Filmes bei uns gedreht wurde. Also an manchen Stellen war es ziemlich auch gruselig, aber sonst war es eigentlich ganz cool. Ich muss mir jetzt noch im Klaren werden, ob das manchmal zu brutal wäre. Also mit meinen Enkeln würde ich nicht reingehen. Der Holländer Michel hat sein Herz!